Hey, richtig cool, dass du eingeschaltet hast. Wir sind in dieser Serie mit Secret Kids von Open Doors unterwegs und wir möchten uns auf eine Gebetsweltreise begeben und deswegen sind wir auch hier in diesem Online-Kigo-Mobil, in unserem Bus. Das hier wird das Studio sein für diese Serie, weil wir zusammen mit den Secret Kids einmal ein richtig cooles Abenteuer erleben. Aber bevor wir damit durchstarten mit unserem neuen Theater und unseren Andachten und bevor wir so richtig eintauchen, was ist das eigentlich von Secret Kids, was hat es damit auf sich, haben wir euch letzte Woche gefragt, hey, Online-Kigo-Community, alle, die ihr den Online-Kigo schaut, schickt uns richtig gerne Sprachnachrichten, einfach über WhatsApp und erzählt uns, wie ihr heißt und einen Lieblingswitz, den ihr habt. Und was richtig cool ist, richtig viele von euch haben uns Sprachnachrichten geschickt und da hören wir jetzt mal rein. Hallo, ich bin der Johann, ich bin 7 Jahre alt und ich erzähle euch meinen Lieblingswitz. Treffen sich zwei Lichtschalter, sagt der eine, darf ich dich mal drücken, sagt der andere, davon gehe ich aus. Hallo, ich bin Merle, ich bin 10 Jahre alt und mein Witz heißt, Marlina springt in dem Dschungel in den Fluss. Kommt ein Mann ins Wasser und rettet sie. Fragt er, Marlina, kannst du denn nicht schwimmen? Doch, sagt Marlina. Aber da steht ein Schild, Schwimmen verboten. Hallo, ich heiße Jona und bin 5 Jahre alt. Ich weiß und fliege durch die Luft. Eine Biene Mayo. Hey, richtig, richtig coole Witze von euch. Vielen, vielen Dank euch. Das ist richtig Hammer. Und jeder, der uns jetzt in den nächsten 4 Wochen Sprachnachrichten schickt, der kommt einmal in unser Lostopf für unser Gewinnspiel. Und zwar gibt es dieses Mal was Hammermäßiges zu gewinnen. Und zwar diesen Adventskalender von Lego. Der ist richtig cool. Und den könnt ihr gewinnen. Und jedes Mal, wenn ihr uns eine Sprachnachricht schickt, kommt ihr einmal in den Lostopf. Und was wir genau für eine Sprachnachricht für diese Folge brauchen, das erzähle ich euch ganz am Ende von dieser Folge. Deswegen, es lohnt sich unbedingt dran zu bleiben. Und wenn ihr jetzt sagt, boah, ich will euch nicht nur immer bei WhatsApp schreiben, sondern ich will euch mal was Richtiges schicken, dann kann ich euch was richtig Cooles sagen. Und zwar gibt es ab sofort die Möglichkeit, dem Online-Kigo auch Post zu schicken. Ihr könnt uns Fotos von euch schicken, ausgemalte Bilder könnt ihr jetzt nicht nur als Foto per WhatsApp schicken, sondern auch per Post einfach an unsere Adresse. Diese Adresse wird hier einmal eingeblendet. Oder wenn ihr sagt, hey, ich wollte schon immer mal ein Paket mit den allerleckersten Süßigkeiten für Basti und Josh packen oder ein richtig cooles Geschenk oder was euch auch immer einfällt, packt ein riesiges Paket und das kommt dann direkt vor unsere Haustür. Würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns ein paar Sachen schickt und wir können euch auch versprechen, wir werden die auch irgendwann mal im Online-Kigo alle auspacken, die Sachen. Das heißt, wenn du willst, dass dein Bild mal hier beim Online-Kigo landet, dann schick uns unbedingt ein Paket zu, schick uns einen Brief und dann freuen wir uns schon, das vor der Kamera auszupacken. Yes, jetzt wollen wir aber wirklich richtig durchstarten und ich würde sagen, ich bete noch mit uns zu Beginn. Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt eine ganz neue Serie haben und ich bete einfach, dass wir richtig viel Spaß haben. Ich bete, dass wir mehr verstehen, wie es den Christen auf der ganzen Welt geht. Danke, dass es uns hier so gut geht und dass du so gut bist. Amen. Yes, und jetzt könnt ihr alle mal aufstehen, denn wir machen jetzt Lobpreis. Wir wollen Gott die Ehre geben, wir wollen Lieder singen und dafür wollen wir tanzen, wir wollen singen und das machen wir jetzt alle zusammen. Mein Gott ist gut. Mein Gott ist mächtig.
Mein Gott ist stark, mein Gott ist heilig, mein Gott ist gut. Yeah.
Hey Online Kiko Kids, jetzt ist es endlich soweit. Basti hat schon gesagt, wir starten durch mit der Secret Kids Mission im durchgestrichen Possible Serie. Und ihr habt es wahrscheinlich auch zu Hause. Falls ihr es noch nicht zu Hause habt, dann seht ihr hier gleich eingeblendet, wo ihr es euch noch bestellen könnt. Und ihr findet es auch in der Videobeschreibung. Wir gucken mal rein. Hier, das seid ihr. Und da findet ihr verschiedene coole Sachen. Ich habe hier hinten schon aufgehangen. Da kommen wir gleich zu der Gebetsweltkarte mit unseren Aufklebern. Und guck mal hier, das hier brauchen wir gleich für die Andacht. Da sind richtig coole Sachen drin. Wenn ihr mal probieren wollt, könnt ihr bei dieser Telefonnummer anrufen, weil wir werden gleich mit Manu und Johnny noch auf die Gebetsweltreisekarte gehen. Aber wir gehen jetzt zu diesem Heftchen hier. Und dieses Heftchen, ich muss es mal hier zur Seite legen. Guckt mal, hier in diesem Heftchen, da steht es drin, wie wir in diese Gebetsweltreisekarte gehen. Und da fangen wir an. Hier könnt ihr eure Reiseroute eintragen. Und dann starten wir hier mit unserem allerersten Land. Dafür wollen wir nämlich heute beten. Falls du es auch zu Hause hast, nimm es zur Hand, ansonsten mach kurz Pause. Und guck mal dann, lesen wir hier, weil das werden wir jetzt jeden Tag machen. Das könnt ihr zu Hause machen. Wir werden nächste Woche dann bei der nächsten Folge mit dem achten Tag weitermachen. Und das Coole ist, guck mal, hier steht immer eine Info zu dem Land. Dann steht, was wir beten können. Da beten wir gleich zusammen. Und dann ist immer so ein Rätsel. Und dann muss man ankreuzen, was die richtige Zahl zu dem, wo starten wir nächste Woche durch. Okay? Also, und jetzt, heute starten wir mit dem Land Nordkorea. Da, ich lese es mal vor. Der Herrscher von Nordkorea will, dass man ihn wie einen Gott verehrt. Er lässt die Menschen in seinem Land genau beobachten, wer zu Jesus betet, kommt ins Gefängnis oder wird getötet. Hey, das ist richtig krass, wie es den Menschen in Christen geht. Und weißt du, deswegen ist es so stark, dass wir zusammen hier mit den Secret Kids von Open Doors beten für die Menschen, die verfolgt werden. Deswegen, wenn du willst, leg deine Hand mit mir auf dein Herz und bete mit mir. Lieber Gott, bitte beschütze die Christen in Nordkorea. Mach, dass sie nicht entdeckt und eingesperrt oder getötet werden und hilf ihnen, Bibeln zu bekommen. Amen. Hey, damit haben wir jetzt gebetet und jetzt ist es cool, wir können hier den ersten Sticker, da wo die 1 ist, können wir nehmen. Kannst du, wenn du willst, auch zu Hause machen. Dann suchst du hier auf deiner Karte Nordkorea. Nordkorea ist hier oben. Und dann kannst du hier deinen Gebetssticker hinmachen, dass du sagst, hey, hierfür haben wir schon gebetet. Und wir werden über die nächsten 3 Wochen, wo wir hier die Online-Kiko-Secret-Kids-Serie haben, wird es immer weiter füllen. Aber du kannst bis zu 40 Tage weitermachen. Und wenn du dann willst, einfach nochmal neu anfangen. So, und jetzt könnt ihr zu Hause gleich dann hier dieses Rätsel machen. Guck mal, da muss man Bibel lesen. Dann wisst ihr nämlich, welches Land weitergeht. Es ist nämlich nicht Nummer 2 dann dran, sondern da müsst ihr gucken, an welches Land es geht. Und wir starten jetzt hier, dass wir Manu und Johnny kennenlernen, weil das sind die 2 von den Secret Kids. Und die fliegen mit uns zusammen jetzt in das erste Land, wo sie was lernen. Von daher, setzt euch hin und dann mal sehen, welches Land sie haben, was sie da erleben und welche Christen sie da kennenlernen. Viel Spaß! Willkommen im Secret Kids Flug nach China. Keine Panik, ihr sitzt nicht im falschen Flugzeug. Wir sind auf dem Weg, um nordkoreanische Christen zu besuchen. Allerdings über ein paar Umwege. Denn Nordkorea ist ein sehr verschlossenes Land. Es ist das Land, in dem es Christen am schwersten haben, weil sie dort unter extremer Verfolgung leiden, wenn sie an Jesus Christus glauben. Der Führer, er heißt Kim Jong-un, verbietet den meisten Nordkoreanern, das Land zu verlassen und lässt sie streng überwachen. Er will, dass jeder im Land nur ihn und seine Vorfahren allein verehrt. Jeder, der sich ihm nicht beugt, ist in großer Gefahr. Ins Land rein kommen nur besondere Personen und Touristen von China aus. Sie kommen dann zum Beispiel mit der Eisenbahn. Vor Ort wird man streng kontrolliert. Man kann sich als Besucher nicht frei bewegen. Ständig muss einen ein Reiseführer begleiten. Christen so zu treffen, wäre viel zu gefährlich. Die gelten in Nordkorea nämlich als Staatsfeinde. Daher versuchen viele Nordkoreaner, das Land heimlich zu verlassen. Oft auch, um Nahrungsmittel und Medikamente zu besorgen. Denn die Versorgung in Nordkorea ist für viele Einheimische sehr, sehr schlecht. Oft haben sie auch nicht genug zu essen. Viele von ihnen fliehen darum in das angrenzende Land China. Und darum machen sich Johnny und Manu heute in China auf die Suche nach nordkoreanischen Christen. Und da sind wir auch schon. In China. An der Grenze zu Nordkorea. Und wo genau sind wir denn hier? Das hier ist ein Zufluchtshaus. Hier werden Nordkoreaner aufgenommen, die aus ihrem Heimatland geflohen sind. Hey, da seid ihr ja. Hallo,
Es ist so schön, euch endlich persönlich kennenzulernen. Ich bin Manu und das hier ist Johnny. Ich bin Sora und das hier ist mein Papa Kwong. Hallo. Sag mal, Sora, ist das eine Bibel, die du da in der Hand hast? Ja, ich habe endlich meine eigene Bibel. Könnt ihr euch das vorstellen? Hier, magst du sie auch mal halten? Oh, danke. Aber heißt das, du hast vorher noch nie eine Bibel gehabt? Nein, in Nordkorea hat kaum jemand eine Bibel. Ich habe einmal eine ganz kurz aus der Ferne gesehen, aber das ist schon lange her. Sora, wir müssen gleich los. Bist du fertig? Ja, nur noch einen Moment. Jetzt aber schnell, die Schule fängt gleich an. Papa, was hast du da vergraben? Nichts, Sora. Du hast nichts gesehen. Bitte erzähle keinem davon. Hast du verstanden? Okay, versprochen. Gut, lass uns gehen. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Ha. Ihr dürft euch setzen. Wir haben heute Gäste von der Regierung. Ich möchte, dass ihr euch benehmt und kooperativ seid. Verstanden? Ja, Frau Ha. Sehr gut. Meine Herren, bitte kommen Sie herein. Guten Morgen. Ich bin Offizier Yong Jae-gal. Wir sind auf der Suche nach einem bestimmten Buch und dafür brauchen wir eure Hilfe. So sieht das aus. Hat irgendjemand von euch schon mal so ein Buch gesehen? Ja, Sir, meine Eltern haben so ein Buch. Vielen Dank, kleiner Junge. Nehmt ihn mit. Nein, nein, nein! Du, Papa, heute waren Soldaten bei uns in der Schule und sie haben nach etwas gesucht. Nach dem Buch, das du heute Morgen im Garten vergraben hast. Bitte sag, dass du nichts verraten hast. Nein, das habe ich nicht. Das habe ich dir doch versprochen. Aber Papa, was ist denn so schlimm an diesem Buch? Das Buch, nach dem die Soldaten gesucht haben, ist eine Bibel. Und die Bibel ist hier verboten. Wenn herauskommt, dass ich so ein Buch besitze, werden sie mich in ein Arbeitslager bringen. Arbeitslager? Wegen einem Buch? Ja, darum ist es so wichtig, dass du keinem davon erzählst. So, wir sind da. Sora, du bleibst hier mit den anderen Kindern und hältst Ausschau. Sobald jemand kommt, der euch verdächtig erscheint, gibst du uns ein Zeichen. Kann ich nicht mit reinkommen? Ich möchte auch mal sehen, was ihr dort unten so Geheimes macht. Nein, du musst Ausschau halten. Aber warum denn? Sora, du weißt doch, dass das eine wichtige Aufgabe ist. Bitte pass einfach auf, okay? Na gut. Und denk an das Zeichen. Sora, ist alles okay? Ja, es ist nun nicht so einfach, diese Geschichte zu erzählen. Wir haben nur eine Sekunde nicht aufgepasst und auf einmal waren sie überall. Wer? Die Regierungsbeamten. Sie haben unser Gebetstreffen gestürmt und mich festgenommen. Kommt dir dieses Buch bekannt vor? Sprich mit mir. Ist das deine Bibel? Ja, das ist meine Bibel. Dir ist schon bewusst, dass der Besitz einer Bibel verboten ist, oder? Was denkst du eigentlich, wer du bist? Unseren Führer Kim Jong-un derart zu beleidigen? Ich habe ihn nicht beleidigt. Ach ja? Und was denkst du dann tust du, wenn du diesen Gott aus diesem lächerlichen Buch anbetest? Der Einzige, dem du Gehorsam leisten sollst, ist der Führer. Ihm gebührt alle Ehre. Meine Ehre gebührt nur Gott. Was hast du da gerade gesagt? Erst wagst du es, eine Bibel in deinem Garten zu vergraben, und jetzt stellst du dich auch noch so gegen unseren Führer? Ich glaube, wir müssen dir auf andere Weise deutlich machen, was es bedeutet, Nordkoreaner zu sein. Wache! Aus meinen Augen mit diesem Verräter! Und dann haben sie mich in ein Arbeitslager gebracht. Aber warum hast du das denn gemacht, wenn du wusstest, dass es verboten ist? Ich meine, die Bibel ist ein tolles Buch, aber dafür sein Leben aufs Spiel zu setzen? Johnny, die Bibel ist Gottes Wort. Gott spricht durch sie direkt zu uns. Ist das nicht so viel mehr wert, als in Sicherheit zu leben? Aber Kwong, wenn du in ein Arbeitslager gebracht wurdest, wie kommt es, dass du dann heute hier in China bist? Ich habe einige Jahre im Arbeitslager verbracht. Die Zeit dort war unglaublich schwierig. Ich musste jeden Tag stundenlang schuften. Es gab kaum etwas zu essen und zu trinken. Ich wurde sogar gefoltert. So haben sie versucht, mich dazu zu bringen, Jesus nicht mehr zu folgen. Aber durch die Kraft, die Jesus mir gegeben hat, konnte ich standhaft bleiben. Jedes Mal, wenn ich dachte, dass ich nicht mehr kann, fiel mir ein Bibelvers oder eine Geschichte aus der Bibel ein. Und dann wusste ich, wenn Jesus bei mir ist, schaffe ich alles. Und so hat Jesus mich immer wieder ermutigt und mir neue Kraft geschenkt.
Und eines Tages gelang es mir dann tatsächlich zu fliehen. Ich war an dem Tag zur Arbeit im Steinbruch eingeteilt und aufgrund eines Unfalls waren die Wachen für längere Zeit abgelenkt. Und auf einmal hat eine Stimme zu mir gesagt, lauf! Also habe ich das gemacht. Ich bin gelaufen und gelaufen, bis ich das Arbeitslager nicht mehr sehen konnte. Wow, das ist ganz schön mutig. Aber hallo! Ja, mein Papa ist richtig mutig. Und bald wird er sogar zurückgehen. Zurück? Nach Nordkorea? Aber warum das denn? Die Menschen dort brauchen Gottes Wort. In Nordkorea weiß kaum jemand etwas aus der Bibel. Nur ganz wenige hatten die Möglichkeit, jemals darin zu lesen. Ich werde zwar keine Bibel nach Nordkorea bringen können, aber ich kann Jesu Botschaft dort trotzdem verkündigen und den Menschen die Geschichten aus der Bibel erzählen. Und wer weiß? Vielleicht wird Gottes Wort auch Sie in schwierigen Situationen dazu ermutigen, weiterzumachen und an ihm festzuhalten. Wow, Kwong, das ist wirklich eine große Aufgabe. Mir war echt nicht bewusst, wie kostbar die Bibel sein kann und wie wichtig sie in schweren Zeiten ist. Dürfen wir für dich beten, Kwong, dass du eine sichere Reise hast und ganz viele Menschen mit Gottes Wort ermutigen kannst? Es wäre mir eine Ehre, Johnny. Der Weg nach und aus China ist extrem gefährlich. Betet bitte um Erfolg und um Schutz auch für andere nordkoreanische Christen, die diesen riskanten Weg auf sich nehmen, um die Kirche in Nordkorea am Leben zu erhalten. Das werden wir tun. Secret Kids. Secret Kids. Hey Kids, so cool heute wieder bei euch sein zu dürfen. Ihr fragt euch sicherlich, was habe ich da gesungen? Warum habe ich da gesungen? Was hat das mit unserem neuen Thema zu tun? Dazu mehr später. Wir starten in eine neue Serie, die Secret Kids Serie, und ich freue mich sehr, den Auftakt mit euch zu machen. Wir haben jetzt schon eine Geschichte gehört über verfolgte Christen in Nordkorea. Und das Thema, was wir jetzt mit euch behandeln werden in den nächsten Wochen, ist gar kein einfaches Thema, gell? Das ist eigentlich ein trauriges Thema, aber uns war das so wichtig als Online-Kigo-Team, dass wir zusammen auch für die Menschen auf der Welt beten, denen es nicht so gut geht wie uns. Und deswegen werden wir jetzt in den nächsten Wochen mit euch immer ein Land hauptsächlich in Fokus nehmen und darüber reden und zusammen auch beten. Und ihr dürft euch überraschen lassen, was wir alles auch von denen lernen dürfen. Wenn ihr jetzt ein Paket bestellt habt, dann dürft ihr jetzt eure Karte auspacken. Ich habe sie hier mitgebracht. Wenn nicht, dann wisst ihr, wo ihr es noch bestellen könnt. Dann macht es noch schnell. Und dann werden wir jetzt für unser erstes Land zusammen beten. Wir haben eine traurige, aber auch irgendwie tolle Geschichte von Sora und Kwong gehört. Und ich bin sehr dankbar, dass die Geschichte soweit gut ausgegangen ist für die beiden und dass Gott einen Plan hat für das Leben von den beiden. Aber es gibt noch ganz viele andere in Nordkorea, auch noch Gebet brauchen, die auch auf ein Wunder warten. Deshalb lasst uns jetzt zusammen beten. Gott, ich danke dir für all die Christen in Nordkorea. Ich danke dir, dass du sie nicht vergessen hast. Und ich bitte dich, dass sie das erleben dürfen, dass du bei ihnen bist, dass du ihnen hilfst in jeder Situation, dass du ihnen deine Wunder zeigst, dass du ihnen sogar vielleicht auch aus dem Land raushilfst, dass du sie beschützt und bewahrst und ihnen Mut gibst, weiter an dir festzuhalten. In Jesu Namen. Amen. So, jetzt lass uns einen Sticker auf diese Karte kleben, weil ich heute noch eine zweite Person habe, die ich euch mitgebracht habe. Wenn ihr das Paket bestellt habt, dann ist heute der erste Tag in eurem Heftchen der Tag, wo es über den Miguel aus Kuba geht. Und in Miguels Geschichte, ihr seht's, er ist auch traurig, aber ich verspreche euch, er ist nicht traurig geblieben. In Miguels Geschichte war es so, dass sein Papa Pastor ist. In Kuba ist es so, dass die Regierung es nicht sehr gerne sieht, wenn Menschen den Glauben höher achten als die Regierung, wenn sie mehr am Glauben festhalten. Und so wurde der Papa von Miguel mitten in der Nacht ins Gefängnis gebracht und sie wussten nicht, ob sie jemals den Papa wiedersehen würden.
In so einer Situation, was macht man denn dann? Ich habe mich an ein Zitat erinnert, was meine Mama uns immer wieder gesagt hat und auch sicherlich noch sagen würde. Das heißt, danken schützt vor Banken und loben zieht nach oben. Was hat denn das mit dieser Situation zu tun? Wie kann man da dankbar sein und wie kann man da loben? Der Miguel hat uns in dieser Andacht einen ganz tollen Vers auch mitgebracht und der steht im Psalm 34, Vers 2, da steht: Ich will den Herrn alle Zeit preisen, nie will ich aufhören, ihn zu rühmen. Alle Zeit? Habt ihr es gehört jetzt? Alle Zeit preisen? Jemanden zu preisen und zu rühmen und dankbar zu sein, jemanden zu loben, das fällt einem ja leicht in Zeiten, wenn es einem gut geht, wenn man glücklich ist. Aber in Zeiten, wenn man traurig ist? In der Geschichte von Miguel war es so, dass er mit seiner Familie und mit der Gemeinde, dass sie sich entschieden haben, für seinen Papa zu beten und Lieder zu Gottes Ehre zu singen. So wie es im Psalm 34, Vers 2 auch geschrieben wurde. Und wisst ihr, was das Besondere war? In dem Moment, als er angefangen hat zu singen und Gott zu preisen, ist sein Herz nicht mehr so schwer gewesen, fing er an, sich vielleicht nicht zu freuen, aber zufrieden und glücklich zu sein. Weil er wusste, dass Gott immer noch derjenige ist, der die Kontrolle hat, dass Gott derjenige ist, der auf dem Thron sitzt und dass Gott einen Plan hat und bei ihm ist und bei seinem Papa im Gefängnis. Die Geschichte bei Miguel, die ging gut aus. Einige Tage später kam der Papa aus dem Gefängnis wieder zurück. Aber er hat festgehalten in der Zeit, als es ihm nicht gut ging, zu singen. Jetzt ist es einig natürlich wichtig, dass wir uns in Zeiten, wo es schwierig ist, daran erinnern, wer Gott ist, dass er bei uns ist, dass wir das nicht vergessen. Aber wisst ihr, ich habe rausgefunden, dass Singen sogar wissenschaftlich bestätigt ist, dass es gut für unseren Körper ist, dass es unser Herz wirklich körperlich beruhigt, unsere Nerven beruhigt und wir Frieden und Ruhe bekommen und ganz viele tolle Prozesse in unserem Körper abgehen, wenn wir in Zeiten, wo es uns schlecht geht, wenn wir singen. Hey, deswegen habe ich vorhin gesungen und ich habe gesungen: through it all, my eyes are on you, through it all, it is well with me. In allem sind meine Augen auf Gott gerichtet, in allem, also jeder Situation, geht es mir gut, wenn ich meine Augen auf Gott richte. Und jetzt ist das Besondere, dass wir jetzt vielleicht nicht verfolgt werden, Gott sei Dank, aber wir können, und das ist das Besondere, von Leuten, von verfolgten Christen auch lernen, was wir in unserem Leben auch anwenden können. Deswegen möchte ich dich ermutigen, hey, in deinen Zeiten, wo es dir gut geht und in den Zeiten, wo es dir schlecht geht, hör nicht auf zu singen. Deswegen singen wir im Online-Kigo zusammen. Vielleicht singst du alleine, vielleicht singst du mit deinen Geschwistern oder vielleicht auch als Familie oder in der Gemeinde. Aber nimm dir Zeit und denk dran, hey, Gott zu preisen in jeder Situation ist gut für Körper, Geist und Seele. So, und jetzt habe ich noch eine News für euch und dafür möchte ich euch noch an einen anderen Ort mitnehmen. Ja, ich habe euch ja gesagt, ich möchte noch was mit euch teilen. Dann habe ich gedacht, wo nehme ich euch hin mit? Ihr wisst ja, ich nehme euch gerne irgendwo mit auf unterschiedliche Orte. Jetzt habe ich euch mit in meinen Gartenschuppen genommen, weil ich gedacht habe, das passt ganz gut. Ich würde gerne am liebsten von jedem von euch wissen, seit wann seid ihr beim Online-Kigo dabei? Wer von euch schaut schon von ganz am Anfang, seit 4,5 Jahren schon den Online-Kigo? Also ich sehe auf jeden Fall da einige Hände, die hochgehen. Und ich bin selber, wenn ihr schon von Anfang an dabei wart, auch von Anfang an mit dabei beim Online-Kigo. Und wie ihr wisst, geht es bei manchen Menschen manchmal auch mit etwas Neuem weiter. Und so ist es jetzt für mich. Ich wohne jetzt seit 2,5 Jahren in Amerika und jetzt ist es für mich Zeit, dass ich mich von euch verabschieden werde. Heute ist die letzte Andacht, die ich für euch gemacht habe, offiziell. Vielleicht werde ich ab und zu auch nochmal als Gast eingeladen. Ihr hört mich, ihr anderen vom Team. Genau. Aber offiziell werde ich ab diesem Monat aus dem Online-Kigo aussteigen. Und ich habe gedacht, ich möchte ganz kurz einen ganz mini-mini-Rückblick mit euch machen, weil ich das so toll fand, dass ich bei euch sein durfte und so viele, jetzt habe ich deswegen hier die Samen dabei, und so viele Samen auch hoffentlich vom Glauben in eurem Leben sehen durfte. Durch meine eigenen Geschichten, durch Bibelgeschichten, durch andere Erlebnisse, die wir miteinander geteilt haben. Und wie ihr wisst, habe ich euch gerne mitgenommen, wenn es um meine Tiere ging. Meine erste Andacht
hatte ich meine Bartagame mit dabei. Da habe ich erzählt, wie Gott die Bartagame auf wunderbare Weise geheilt hat. Wenn ihr sie noch nicht geschaut habt, schaut, es ist die zweite Woche oder die zweite Andacht vom Online-Kiko ever. Ich habe euch mitgenommen, da bin ich auf den Baum geklettert. Ich habe euch mitgenommen mit meinen Enten und meinem Hund. Und ich habe euch in meine Waschküche mitgenommen. Wir haben uns auf eine Party mit Jesus vorbereitet in der Küche. Und vieles, vieles mehr. Ihr seid mit dem Flugzeug mit mir von Deutschland nach Amerika geflogen. Und ich habe es geliebt. Kids, es war mir so eine Ehre. Und ich habe so viel Spaß dabei gehabt. Und es fällt mir nicht leicht, mich heute von euch offiziell zu verabschieden. Und ich weiß, dass ihr in richtig guten Händen seid von den anderen aus dem Team, mit Basti, mit Josh, mit Simon, mit Conny und die, die vielleicht auch noch mit zum Team dazukommen, mit der Corinna, die noch dabei ist. Und deswegen fällt es mir nicht ganz so schwer, mich von euch zu verabschieden heute. Also ich mache es mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil ich weiß, der Online-Kibo geht weiter, der Online-Kibo ist super und da kommen dieses Jahr auch noch ein paar coole Überraschungen, ich spoilere nicht zu viel. Und ich möchte einfach sagen, es war mir eine Ehre. Ich bin Gott dankbar, dass ich dabei sein durfte. Und ich freue mich darauf über alles, was noch für euch von dem Online-Kino kommt. Und ich wünsche euch Gottes Segen und bleibt dabei. Es ist so cool, dass ihr Teil von unserer Online-Kino-Familie seid. Macht's gut, ihr Lieben. So, Basti, ich halte hier mal an, weil wir spielen jetzt ein Spiel zusammen. Ihr könnt es auch zu Hause spielen. Das kann man auch theoretisch im Auto spielen. Dafür braucht man Papier und Stift. Aber Basti, ich habe gedacht, wir sind hier im Online-Gigomobil. Ja. Ich habe was Besonderes. Wir steigen jetzt nämlich mal schnell aus. Okay, ich bin gespannt. So, hey, Basti, ich habe dir was aufgemalt. Ja. Genau, ihr Kids könnt es natürlich, vielleicht, wenn ihr selber, wenn ihr im Auto sitzt, nehmt ihr Stift und malt es auf. Aber ich habe uns hier ein Feld aufgemalt. Aber du hast vorher deine Eltern gefragt, oder? Ja. Ja. Und ich habe hier, Basti, rund oder eckig, welches Sticker willst du haben? Rund. Okay, rund. Ich liebe Weil rund wir spielen zusammen gegeneinander, vier gewinnt. Okay. Das, du kennst es, man wirft die eigentlich oben rein, die rutschen durch, wir müssen die jetzt einfach ankleben. Okay. So. Schnick, wer anfängt? Ja. Schnick, schnack, schnuck. Yes. Okay, Josh fängt an. Also ich mache mal hier meinen ersten Sticker ab. Das ist hier ein originales vier gewinnt Feld, wie ihr das in allen anderen vier gewinnt Spielen auch seht. Okay. Okay, was ist deine Strategie? Gewinn. Willst du noch einmal das Spiel erklären für uns, Josh? Ach so, ja, also das Ziel ist, in der Zeit hier. Genau, sie rutschen immer bis ganz runter. Hier wird es jetzt natürlich nur bis hierhin rutschen. Und das Ziel ist, vier in einer Reihe zu haben. Alles klar, dann genau, klebe vier, ich. Vier in einer Reihe oder man kann auch vier so machen, oder? So, so diagonal genau. Und quer und hoch und runter. So, du bist im nächsten quer dran. Auch? Nein, quer nicht. Doch, nein. Hier gewinnt, geht so und so und wow. So. Ja doch, du hast recht. Kids, wenn ihr anders denkt, dann schreibt uns. So. Was sind hier? Hast du leider einen eindeutigen Fehler gemacht? Nein! Stark, Josh. Ah, da habe ich dir eine Vorlage gegeben. Ah. Ja, aber ich würde sagen. Daran habe ich nicht gedacht. Da habe ich gewonnen, vier gewinnt, genau. Und ihr könnt sehr cool. Es einfach, hey, vielleicht seid ihr auch mal unterwegs, in den Urlaub, zu Verwandten, wo auch immer, im Bus mit deinen Freunden, einfach Papier rausholen. Ja. Guck mal, es braucht, ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so hoch und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich glaube, ist zu viel, aber könnt ihr einfach machen und zusammenspielen. Richtig cool. Ja. Aber Basti, hast du noch eine Idee, wie wir das mit Jesus verbinden können? Sehr gute Frage. Warte, ich muss einmal kurz nachdenken. Ich hätte ansonsten was? Ja? Ich hätte eine Idee und dann kannst du auch noch deine machen. Guck mal, wir sammeln ja hier viele verschiedene Sachen. Ja. Und das ist ja das Coole und das ist ja auch das, was wir bei Online-Kigo sehen. Hey, es ist cool, dass wir nicht ihr, wir sind ja alle der Online-Kigo und so ist auch dieses alles ergibt einen Gewinn und deswegen ist es so wichtig, dass wir zusammen Dinge machen. Ja. Wir hier, ihr zu Hause, du guckst vielleicht gerade mit deinen Freunden zusammen, mit Mama, Papa oder Geschwistern. Das ist so cool. Hast du noch eine Idee? Ich habe noch eine Idee. Und zwar musste ich, oder wenn wir das spielen, müssen wir immer viele Entscheidungen treffen. Also, mache ich den jetzt hier rein oder mache ich den da rein? Oder versuche ich so zu machen oder so? Viele, viele Entscheidungen. Und so machen wir auch in unserem Leben, jeden Tag treffen wir Entscheidungen. Auch ganz kleine Entscheidungen. Zum Beispiel, bin ich heute nett zu diesem Kind oder sage ich hier die Wahrheit? Das sind alles Entscheidungen, die wir treffen. Und ich wünsche mir, dass wir als Online-Kigo-Community, dass wir richtig gute Entscheidungen treffen. Das ist eine coole Idee. Und dass wir Entscheidungen treffen, die Jesus richtig feiert.
Yes. Yes. So, wir fahren jetzt hier weiter. Ja. Allerdings kommt nur eine ganz kurze Überblendung, weil dann machen wir hier gleich die Abschlussmoderation. Yes. Bis gleich, Kids. Das war's auch schon mit unserer Folge. Wir sind am Ende angekommen. Was richtig cool ist, es bleibt nicht dabei, sondern ihr könnt jetzt jeden Tag hier in dem Material von Secret Kids weiterarbeiten. Ihr könnt jeden Tag für ein Land beten und dann sehen wir uns in einer Woche wieder und werden hier für das nächste Land beten. Das ist richtig cool. Aber ich habe euch ja noch versprochen, wie ihr diesen Adventskalender gewinnen könnt. Und zwar verlosen wir nicht nur ein, sondern direkt drei von diesen Adventskalender. Das ist richtig cool. Und jeder, der uns eine Sprachnachricht schickt, der landet quasi einmal im Lostopf. Das heißt, wenn ihr uns jede Woche eine schickt, dann habt ihr eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen von diesen Adventskalendern zu gewinnen. Und wir versprechen euch, wir verschicken den so, dass ihr den noch vor dem 1. Dezember kriegt. Das heißt, bevor ihr das erste Türchen hier aufmacht, kann dieser coole Lego-Adventskalender bei euch zu Hause sein. Und ihr könnt uns dafür Sprachnachrichten schicken. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns sogar Videos schicken. Dann freuen wir uns riesig darüber, wenn ihr uns Videos schickt. Auch die werden wir hier dann im Online-Kigo zeigen. Und letzte Woche habt ihr uns ja richtig lustige Witze geschickt. Und diese Woche machen wir was Schwierigeres. Und zwar könnt ihr uns eine Sprachnachricht oder auch ein Video machen. Und dann sagt ihr, wie ihr heißt, wie alt ihr seid und dann gibt es einen Zungenbrecher. Dieser Zungenbrecher wird hier auch eingeblendet. Der ist nämlich echt schwer und ich kann den gar nicht so, ohne dass ich den lese, jetzt so einfach sagen. Aber ich versuche es einmal. Und zwar geht der Zungenbrecher so. Fischers Fritz fischt frische Fische. Frische Fische fischt Fischers Fritz. Oh, das war gar nicht so schlecht. Ihr kriegt das bestimmt noch schneller hin und bestimmt noch besser. Ist hier einmal eingeblendet. Schickt uns richtig gerne eine Sprachnachricht oder wenn ihr wollt auch ein Video. Wie heißt ihr? Wie alt seid ihr? Und dann einmal den Zungenbrecher. Das ist richtig cool. Oder schickt uns auch ein Paket zu. Da freuen wir uns auch richtig. Das Ganze könnt ihr per WhatsApp schicken. Da seht ihr auch nochmal die Nummer hier eingeblendet. Genau. Das ist richtig cool. Und ich würde jetzt zum Schluss von dieser Folge noch mit uns beten. Jesus, danke für alles, was wir heute gelernt haben. Danke für so viel Spaß, den wir hatten. Danke, dass es uns hier so gut geht. Und wir beten echt für Christen auf der ganzen Welt, dass du bei ihnen bist, dass sie merken, dass du sie unterstützt, dass du sie bewahrst, dass du ihnen einfach richtig viel Liebe und Hoffnung schenkst. Und ich bete für jedes Kind, was jetzt in Online-Kigo guckt. Jesus, ich bete so sehr, dass jedes Kind, was hier in Online-Kigo guckt, mehr versteht, dass es so geliebt ist von dir. Und ich bete, dass wir einfach jetzt eine richtig, richtig gute Woche haben. Amen. Hey, das war's schon mit dieser Folge und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Folge. Bis dahin, macht's gut und bis bald. Hallo, ich bin der David, bin 11 Jahre alt und komme aus Glenerdlingen und mein Lieblingswitz ist, was sagt der große Stift zum kleinen Stift? Wachsmalstift. Hallo, ich bin Josua, bin 9 Jahre alt und das hier ist mein Lieblingswitz. Treffen sich zwei Frösche, sagt der eine Frosch, gleich fängt es an zu regnen, sagt der andere Frosch, dann lass uns schnell ins Wasser springen. 8 Jahre alt. Sagt die Oma zu Fritzchen, Fritzchen, kaufst du mir bitte bei Kiosk eine Packung Kaugummis. Als Fritzchen bei Kiosk ankam, sagte er, hallo, ich möchte gerne eine Packung Kaugummis. Sagt der Verkäufer, du bist noch zu jung für Kaugummis. Dann sagte Fritzchen, die sind aber für meine Oma. Sagt der Verkäufer, die kann deine Oma sich ja auch selbst kaufen. Ging Fritzchen nach Hause und erzählte es seiner Oma. Sagte die Oma, sag einfach, du bist 44 Jahre alt. Deine Frau liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Du hast 3 Kinder und dein Ausweis ist in die Gulli gerutscht. Als Fritzchen wieder beim Kiosk war, sagte er, bitte einmal Kaugummis. Sagte der Verkäufer zu Fritzchen, du warst doch gerade auch schon da. Aber mein Führerschein liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Ich habe 44 Kinder. Meine Frau ist in den Gulli gerutscht. Und ich bin 3 Jahre alt. Ich heiße Marie, bin 12 Jahre alt und mein Lieblingswitz ist, 3 Kinder sitzen auf einer Bank und unterhalten sich. Erzählt der Erste, stellt euch vor, meine Mutter hat das doppelte Lottchen gelesen und kurz darauf Zwillinge bekommen. Das ist ja noch gar nichts, meint der Zweite. Meine Mutter hat die 3 Musketiere gelesen und kurz darauf Drillinge bekommen. Plötzlich springt der Dritte auf. Wo willst du denn hin? Meine Mutter liest gerade Alibaba und die 40 Räuber. Hallo, ich bin die Miriam. Ich bin 9 Jahre alt. Johannes wohnt bei seiner Oma. Er wirft eine wunderschöne Vase um. Die Oma sagt erschrocken, die ist aus dem 16. Jahrhundert.
Johannes sagt erleichtert. Puh, ich dachte schon, sie wäre neu gewesen. Loki und bin 13 Jahre alt. Sprangen zwei Köttel in den Bach und wollten baden gehen. Trafen sie auf den Durchfall. Fragte der Durchfall, oh, was habt denn ihr vor? Sagten die Köttel, wir wollen eine Bank ausrauben. Fragt der Durchfall, darf ich bitte mitmachen? Bitte, sagen die Köttel, nein, das ist nur was für Harte. Die Sache, die ihr holen müsst, ist eine Socke. Hallo, ich heiße Oliver und ich werde Olli genannt. Ein Bäcker, ein Taucher und ein Baby machen einen Tauchwettbewerb. Der Bäcker schafft eine Minute, der Taucher schafft eine Woche, das Baby schafft ein Jahr. Dann sagt der Taucher zum Baby, wie hast du das geschafft? Dann sagt das Baby, Baby, Baby ist nicht dumm, fährt einfach mit dem U-Boot. Hallo, ich bin Sephora und ich bin 10 Jahre alt. Ich bin Alexander und bin 12 Jahre alt. Jetzt kommt unser Witz. Kommt ein Mädchen in die Zoohandlung. Sie lächelt den Zoohändler an und sagt, ich hätte gerne ein Kaninchen. Fragt der Zoohändler, möchtest du dieses kleine braune mit den großen Augen oder dieses weiße wuschelige? Ich glaube, das ist meiner Schlange egal. Hallo, ich heiße Matteo, ich bin 9 Jahre alt und mein Lieblingswitz ist, wie heißt ein dünner Frosch? Magerquark. Mein Name ist Joshua, ich bin 12 Jahre alt und mein Lieblingswitz ist, was essen Autos am liebsten? Parkplätzchen. Hallo, ich bin Yasiel, bin 6 Jahre alt. Der Witz ist, geht so, zwei Pinguine sind in der Wüste, sagt der eine, wir müssen hier einen sehr strengen Winter haben, so viel Sand, die hier gestreut haben. Hallo, ich bin die Rahel und bin 9 Jahre alt und mein Lieblingswitz ist, Mama bringt die Zwillinge Tim und Tom ins Bett nach dem Baden. Tim lacht und lacht. Mama fragt Tim, wieso lachst du so? Dann sagt Tim, weil du Tom zweimal gebadet hast und mich nullmal. Tschüss. Hallo, ich bin Anna. Ich bin 9 Jahre alt. Stehen zwei Schnecken an einer Straße. Die eine möchte die Straße überqueren. Da sagt die andere Schnecke zu ihr, pass auf, in 2 Stunden kommt ja der Bus von Leo. Hallo, ich bin Nele. Ich bin 10 Jahre alt und werde bald 11. Mein Witz. Fritzchen saß in der Schule. Da kam der Lehrer und nahm Fritzchen den Apfel weg. Er sagte, wenn du den Apfel haben willst, dann sage mir 3 Obstsorten. Dann sagte Fritzchen, gib mir mal einen Apfel, du Pflaume, sonst kriegst du eins auf die Birne. Hallo, ich bin der David, bin 11 Jahre alt und komme aus Kleinerdlingen. Und mein Lieblingswitz ist, was sagt der große Stift zum kleinen Stift? Wachsmalstift. Hallo, ich heiße Esther und bin 5 Jahre alt und komme aus Nördlingen. Und mein Lieblingswitz ist, hallo Ute, wie geht denn dein neues Fahrrad? Mein neues Fahrrad geht nicht, es fährt und wie fährt es? Es geht. Hallo, hier ist Svea. Ich bin 7 Jahre alt. Und mein Lieblingswitz ist, ein Mann tritt auf einen Keks. Keks, findest du das lustig? Nein, der Keks auch nicht. Hallo, liebe Online-Kilometer. Ich bin Noah, das hier ist mein kleiner Bruder Jonah und wir werden gerade gefilmt von unserer großen Schwester Hannah. Jonah ist 8 Jahre alt, ich bin 9 Jahre alt und unsere große Schwester Hannah ist 11 Jahre alt. Wir wohnen in Petershausen und unsere Hobbys sind es, zusammen Lego zu bauen. Wir haben uns riesig über den Adventskalender freuen. Und unser Lieblingswitz jetzt ist, ich liebe die Schule, nur die Zeit zwischen den Ferien nicht. Tschüss! Hallo, ich bin Edda und bin 10 Jahre alt. Fragt der Lehrer Fritzchen in der Schule, Fritzchen, schätz mal, wie hoch die Schule ist. Sagt Fritzchen, ich schätze so 1,40. Fragt der Lehrer, wie kommst du denn darauf? Na, ich bin 1,50 und die Schule steht mir bis zum Kragen. Sagt der Lehrer, Fritzchen, nach der Schule gehst du zum Direktor.
Als Fritzchen nach der Stunde beim Direktor ist, fragt der Direktor: Fritzchen, schätz mal, wie alt ich bin. Sagt Fritzchen: so 44. Sagt der Direktor: Richtig, wie kommst du denn darauf? Sagt Fritzchen: Na, an meiner Straße wohnt ein Halbidiot, der ist 22.